Als nächster am Wort Gerhard Daimek von der FPÖ. Wir wollen heute diese Regierungsvorlage, das Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert wird, beschließen. Und es ist im Prinzip nur eine Verlängerung, wenn wir so sagen, eine Verlängerung für die Zusagerahmen für die Sanierungsoffensiven. Das heißt, es wird sichergestellt, dass die Möglichkeit zur Fortführung von effizienten Anreizförderungen auch weiterhin gegeben wird, und zwar für den Zeitpunkt von 2 Jahren. Was wird kritisiert daran? Wir haben einen Abänderungsantrag, der sozusagen ein offenes Ende hat. Warum wollen wir das nicht? Ein offenes Ende würde heißen, das Gesetz, wie es jetzt ist, soll auch in der Zukunft weiter bestehen. Wir haben aber uns grundsätzlich geeinigt, und die Frau Bundesminister hat es konsequent so fortgeführt. Wir haben eine Enquete gehabt. Es gibt jetzt eine Strategie. Und aufbauend auf dieser Strategie wird die Frau Bundesministerin in der kommenden Zeit entsprechende neue gesetzliche Regelungen schaffen. Neue, nicht das alte in irgendeiner leicht veränderten Form fortführen. Und genau das ist der Grund. Wir wollen neue Gesetze. Wir wollen unsere Ziele, die wir uns bis 2030 gesetzt haben, auch wirklich erfüllen. Und da macht es keinen Sinn, jetzt einfach nur ein Open End zu machen und dann zu sagen, na ja, für die Wasserwirtschaft und für die Förderungen in der Sanierung bei der Energieeffizienz würde das schon reichen. Nein, wir wollen ein neues System, das wesentlich besser als das alte herkömmliche ist. Und da wollen wir umfassend und sinnvoll agieren. Das heißt, dort, wo es effizient ist, dort, wo es klug ist und so weiter, entsprechend fördern. Nicht ein rein, wie man es in der Wirtschaft hat, ein reines Cost-Cutting, sondern Effizienz, bürgernah und bei den Menschen ordentlich eingreifen und mit Förderungen das Ganze verbessern. Ich kann nur sagen, der Abänderungsantrag der SP ist gut gemeint. Er ist nicht gut in dem, was inhaltlich vorgeschrieben wird. Daher werden wir den ablehnen und das Gesetz, so wie es ist, mit dem 2-jährigen Rahmen beschließen. Dankeschön. Der Abänderungsantrag der SPÖ sei gut gemeint, aber inhaltlich nicht zu unterstützen, sagt Gerhard Daimek von der FPÖ.